ein bisschen Finanzen zu beisteuern konnten. In dieser ersten Zeit nach der Machtübernahme ging es dann wohl einigen auch noch wirtschaftlich relativ gut. Das ist dann ja später erst gekommen, dass einfach gar keine wirtschaftliche Kraft mehr dahinter war. Aber zu der Zeit offensichtlich gab es noch Sponsoren, wenn man so will, wenn man so mit heutigen Begriff mal belegen würde. Genau, und dann gab es ja am 8. Juli 1934 die große Einweihung des Sportplatzes, über die ja auch groß berichtet wurde dann in der jüdischen Presse. Ich meine, das war ja nun so, dass auf diesem Sportplatz wahrscheinlich nicht alle Sportarten gemacht werden, also gespielt werden konnten. Ich nehme an, es gab ja, glaube ich, auch so eine Wassersport, eine Schwimmgruppe, es gab, glaube ich, noch eine Schachrunde. Und diese eine Sporthalle stand da ja auch nicht, ne? Nee, sie hatten, glaube ich, so eine Art Unterstand oder wie so eine Hütte oder so gebaut. Ich weiß nicht genau, ob das dann für die Umkleide war, aber vor allem sollte das als Unterstand sozusagen dienen, wenn es irgendwie regnet und auch Zuschauerinnen und Zuschauer da sind. Und ja, genau, es sollte ein Platz wirklich so als Fußballplatz, Handballplatz eben mit Gras, Boden ausgebaut werden, eine Laufbahn drumherum. Und dann gab es einen Übungsplatz und es wurden auch so Weitsprunganlagen und eine Anlage für Stoß- und Wurfsportarten und so. Also für die Leichtathletik, das ist natürlich dann auch, du hattest es ja erwähnt, Kossen als alter Leichtathlet, hat er sich dann dafür eingesetzt natürlich. Und es gab auch noch so einen Spielplatz, glaube ich, wurde noch gebaut mit Sandkiste und so, dass wirklich auch die Familien kommen konnten an den Wochenenden und so weiter. Also sie hatten aber dann eben diese zwei, also sicherlich in den ersten Jahren noch mehr, aber von der, ich glaube 37, 38 habe ich so eine Aufstellung, so eine Trainingsliste sozusagen gefunden, dass in der Talmud-Tora-Schule, in der Turnhalle der Talmud-Tora-Schule auch noch trainiert wurde oder beziehungsweise geturnt wurde und in der Turnhalle in der Karolinenstraße, also die beiden größeren jüdischen Schulen. Genau, was man da ja auch mal dazu sagen kann, ist, dass tatsächlich eben Schild dezentral Sport auch ausgeübt hat, also ab von der Kollerstraße. Und was vielleicht auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ist, dass St. Pauli ein zentraler Ort für die Sportgruppe Schild war. Denn wie du schon sagtest, die Karolinenstraße, in der die israelitische Töchterschule Räume hatte und ja heute die Gedenkstätte ist, dort wurde geturnt. Wie du sagst, die Talmud-Tora-Schule befand sich ja zu dem Zeitpunkt schon im Grindelviertel. Ja. Die ehemalige Talmud-Tora-Schule, also der erste Bau der Talmud-Tora-Schule war in den Kohlhöfen, also in der Neustadt, also ein Steinwurf vom Heiligen Geistfeld entfernt. Bitte rechts halten. Das Männerturnen fand in der Kampfstraße statt. Das ist heute die Flora-Neumann-Straße im Karolinenviertel, hier der Marktstraße. Und was wir noch rausgefunden haben, ist, dass die Fußballer und die